Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute wieder um eine Episode Road to Knife Unboxing. Ich habe hier mal wieder 10 Kisten an der Zahl. Ich weiß es nicht, wie viel die Episode das schon ist. Ich komme schon durcheinander. Das heißt, es sind schon zu viele. Ich glaube 13 oder so. Und ich hoffe, dass heute zumindest ein Redskin dabei ist. Oder zumindest ein Pinkskin. Ein Pinkskin müsste schon drin sein jetzt. Die Bison habe ich schon mal gezogen. Aber E8 und die M4 würde ich gerne mal in-game sehen. AK, oh, da war schon die Bison. AK und P250 hätte ich auch nichts dagegen. Gegen Knife hätte ich sowieso nichts dagegen. Ja, mal gucken, wie es läuft. Der erste Skin ist schon mal wieder blue. Sieht minimal aus oder so. FN, okay. So, ich reibe einfach mal die AK. Die AK kann man ruhig mal reiben. Vielleicht auch mal das Knife so zwischendurch, weil das geht es hier eigentlich. Und nein, oh mein Gott, bitte, oh fuck it, I did this. Oh mein Gott, Jungs, es ist vorbei, es ist vorbei. Nein, die zweite Kiste. Ein fucking... Ich will jetzt keine Schimpfwörter verwenden, sagen. Ich zieh den auf, oh Gott. Guckt euch mal dieses Prachtexemplar an. Es sieht sogar floatmäßig nice aus. Man hat hier ein paar kleine Stretches. 0,066er. Hey, dafür könnt ihr mir jetzt mal die Daumen nach oben da lassen. Das ist... Nee. Ich hab's gerade echt nicht, Alter. Meine Hände. Ah, ich sag... Nee. Ich kann nicht reden. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich meine, wenn ich jetzt meine Mates das erzähle, die klatschen mich an die Wand. So, jetzt ist mal die Frage, wie viel kostet dieses Exemplar von Knife? Um 310, sagen wir mal so um die 280, so Durchschnitt. 300, muss ich dann nachher nochmal genauer schauen. Aber das ist wirklich einer, mein Huntsman finde ich generell nice. Und Marvel Fate, das ist einer der besten. Nee, ich. Oh mein Gott, und dann gibt es hier noch 8 Kisten. Jungs, das ist mal eine nice Episode, so wie es sich gehört. Jetzt noch die AK in Stretch FN und dann bin ich raus. Dann, nee, ich raff's doch immer nicht. Wie geil ist, wenn jetzt noch nur Blue kommt, das ist mir jetzt scheißegal. Kommen, was kommt? Nein. Okay. Ich habe das Knife gerupft. Ich meine, ist ein zweites Knife. Jetzt erst die Karte und das Knife. Ein zweites Knife werde ich sowieso nicht ziehen. Wenn ich jetzt... Nee. Das ist mal krass. Und endlich, Alter. Es ist die 13. oder 14. Episode jetzt schon. Jede Episode hebel ich 10 Kisten auf. Das wären jetzt gerade die 132. oder 142. Kiste. Das wird eh schon mal sein, dass da ein Knife kommt. Und dann auch noch so ein nice Knife. Wobei Spectrum, generell in den Spectrum-Kisten, die Knives finde ich sowieso alle nice. Also alle, aber da sind schon... Die kann man fast nichts falsch machen, wenn man da Knife zieht. Oh, ich
check's noch immer nicht. Ich, nee. Sorry, wenn ich jetzt nicht viel sage oder so leise bin, aber ich raff's nicht. Ich bin woanders gerade. Was sehe ich hier eigentlich? Das ist das Battle Game. Sieht man hier einen toten Topf? Ja, hier sehen wir zum Beispiel. Glock 18 Battle Game. Sieht man den Kopf? Habe ich die auch in FN oder so? Was ist die? Field Desert. Hier sieht man zum Beispiel dann den toten Kopf nicht. Sonst, was ist die? Auch viel testet. Hm, ja, sonst habe ich da gerade keine. Was ist jetzt? So, das ist die falsche Kiste. Ja gut, dann wären wir auch schon wieder bei der letzten. Ich schaue immer auf den... Egal. Letzte Kiste. Das ist vielleicht noch eine AK. Da war zum Beispiel die Peter 50. Nee, ne, AK wird's auch nicht. Ey. So krass. Ja gut, Leute, dann war's das dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ich meine, für das Format-Finale, beziehungsweise Staffelfinale, Format. Egal. Kann man da ruhig mal einen Daumen da lassen. Ich weiß nicht, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, soll ich vielleicht eine zweite Staffel draus machen oder es weiter betreiben, weil im Prinzip das Knife ist da. Somit ist das Format eigentlich auch wieder vorbei. Und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.